Guten Tag und hallo zu einem Schlachtkommentar von mir, Mr. West. Ich habe jetzt mal in der versuchten Festung zu stürmen, um halt dieses Tutorial mal ein bisschen weiterzumachen. Ich habe einfach ein ganz normales Random-Spiel geholt. Ich habe auch gefragt, ob das in Ordnung ist für die. Ich habe das jetzt aufgenommen. Ich kenne das Ergebnis zwar schon, aber ich versuche es mal trotzdem gut zu machen. Also, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, wie man versuchen kann, eine Festung zu stürmen. Ich habe erstmal eine Kanone mitgenommen. Das ist halt nur fürs Fall of the Samurai. Um halt zum Beispiel hier Türme auszuschalten. Und in dieser Festung ist halt auch was Besonderes, das ist die Fall of the Samurai-Festungen. Hier sind die halt mit Kanonen noch ausgestattet, die Festungen. Die können halt auch auf die Armeen schießen. Sind zwar nicht so effektiv, aber kosten Geld. Eigentlich lohnen die sich nicht, eine Festung zu haben. Aber es war halt ein Random-Game, also passt halt schon. Ich habe halt hier, wie ihr seht, sechs Bogenschützen mitgenommen, um halt, wenn ich zum Beispiel hier stehe, schießen zu können, dann kann er mit den Lunten nicht runterschießen. Dann habe ich noch zwei Lunten mitgenommen. Ach, drei Lunten mitgenommen. Dreimal Roter Bär, weil die halt im Nahkampf auch relativ gut sind. Zusätzlich zwei Hermannschwerträger, weil manche Leute halt Kampfspam machen. Und zwei Sugitai plus General. Auf der anderen Seite, um halt jemandem den Rücken zu fallen, benutze ich Ninjas, um eine Flanke zu fahren, eventuell. Meine Taktik sah so aus: erstmal hier ranstürmen, ein bisschen zu plänkeln, dann außenrum hier rein, von hier aus langsam immer vorstoßen und da rein. Ob es funktioniert hat, seht ihr ja. Ich hoffe, es gefällt euch gleich. Am Anfang, obwohl die bewegen sich jetzt, also hat die Aufstellungsphase keine Bedeutung. Am Anfang habe ich halt angefangen, diesen Turm hier zu beschießen, um ihn halt außer Gefecht zu setzen schon mal. Ist ja nichts Spektakuläres. In der Zeit, wo dieser Turm hier kaputt geht, zeige ich euch mal, was die gegnerische Armee hat. Luntenkatschis hat er einige. Speerträger, nochmal hier Luntenkatschis. Hermannschwerträger auf Level 2 und 1. Ja, sogar nochmal 1, also 2 auf 1. Oh, 3. Entschuldigung. Dann nochmal Luntenkatschis, die halt auch relativ stark im Nahkampf sind. Sugitai, Sugitai und halt den General. Also das war's schon. Das ist halt ein reines Tutorial, also ich muss mich jetzt auch erstmal wieder einspielen, habe ja auch eine ganze Weile nicht mehr gespielt, also nicht wundern, falls ich auch einige Sachen jetzt hier falsch gemacht habe. Ich rücke jetzt jedenfalls, weil der Turm ausgeschaltet ist, wollte ich hier an die Linie vorrücken, um halt die Leute hier zu beschießen. Ich, wie ich finde, hat eine sehr schöne Aufstellung gemacht. Luntenkatschis würde ich zwar allgemein nicht verwenden, jedoch sind die dort gut im Nahkampf. Das, was ich schon eben erwähnt habe. Und sind wunderbar einsetzbar. Die Festungen haben auch meiner Meinung nach noch einen anderen Vorteil. Diese Versprünge. Das macht die Mauer sozusagen größer, als sie eigentlich ist. Halt. Weil wenn die einmal hier gerade durchgeht, hat man weniger Platz, um Leute aufzustellen, als bei dieser hier. Naja. Zum Thema Gefolge. Ich hatte Gefolge auch natürlich hier die Ninjas mitgenommen, damit die Tore auch kaputt sind und ich halt nicht Tore abfackeln muss, was unnötig Zeit verbraucht. Hier seht ihr schon, meine Einheiten werden langsam beschossen, aber den Schaden, den die machen, hält sich echt in Grenzen. Passiert fast gar nichts. Und wie gesagt, das Spiel ist echt nur. Ach wohl. Ich habe das schon, glaube ich, zu oft erwähnt. Ich rücke jetzt ausschließlich vor. Ich hätte jetzt vielleicht schon hier dran denken können, das hier auszuschalten. Eine Kanonensalve reicht fast in der Regel oder zwei maximal. Hätte er mich nicht beschossen. Macht zwar nicht viel Schaden, aber wenigstens ein bisschen. Und ich hätte mal kurz hier drauf schießen können. Dann wäre das auch weg gewesen. Wie ihr schön schon gesehen habt, er zieht diese Seiten gleich zurück. Also diese Seite hier zuerst, dann gleich wahrscheinlich auch die. Wieder keinen Schaden gemacht. Ja, hier fehlen jetzt der eine, da fehlen zwei, aber das ist ja echt unerheblich. Dafür, dass das, glaube ich, 1300 weniger Geld bringt. Ach genau, was ich eigentlich noch erwähnen wollte, das ist Godless Berserker. Damit ihr auch Bescheid wisst. Was er jetzt hier auch schön macht, ich habe meine Bogenschützen jetzt rangebracht und er lässt jetzt die ganze Zeit hier hin und her laufen.
Damit verbrauche ich Unmengen an Munition und er verliert kaum Leute. Und da diese Lunten-Katschis auch sehr günstig sind, macht das nicht so einen allzu großen Unterschied. Ich merke halt, dass jetzt hier erstmal keinen großen Widerstand leistet, bringe mich jetzt hier in Position, um halt hier nicht allzu viele Leute zu verlieren. Weil je höher die Mauer ist, desto mehr Leute fallen halt runter. Als ich jetzt dazu nur bemerkt habe, dass er nur hin und her am Laufen ist, habe ich jetzt aufgehört zu schießen, weil es macht absolut keinen Sinn. Weil ihr seht, wie viele Pfeile erstens mal hier drin stecken und wie viele Leute ich gerade mal damit umgebracht habe. Ja, ich höre jetzt gleich damit auf. Guck, eine ganze Salve von allen haben jetzt gerade mal, was weiß ich, das hatten wir jetzt gerade eben 87, 3, 7 umgebracht. Gut, die Salve hat jetzt ein bisschen mehr wieder getroffen, aber das ist halt unerheblich. Besonders da die Lunten-Katschis auch relativ gut gepanzert sind gegenüber den anderen Einheiten, ne? Ich wollte jetzt nur noch die Feuersalve abgeben, damit ich halt die gleich später wieder verwenden kann. Und dann meine ich, habe ich aufgehört. Jedoch habe ich vergessen, diese Einheit schießen aufzuhören, weil sie halt ein bisschen verrutscht war. Ich positioniere halt jetzt hier meine Lunten, um halt, falls er runterkommt, hier schießen zu können. Was er aber nicht macht. Mit der Einheit nehme ich den Turm ein. Das ist schon relativ praktisch, wenn man hier den Turm hat, dann da man eigentlich hier beschießen kann, wenn die Leute hier an der Mauer sind. Dann hat man halt ein bisschen zusätzliche Feuerkraft. Man muss ihn halt deswegen nicht unbedingt ausschalten. Was ich jetzt halt auch meiner Meinung nach wieder falsch gemacht habe. Ich habe ja, wie gesagt, erstes Spiel wieder seit langem, Belagerung. Ich hätte die Bogenschützen viel schneller hierhin positionieren müssen. Die standen hier viel zu lang. Nicht nur die zwei, sondern alle hier rein zu positionieren. Man musste die Armee immer zusammenhalten. In der Zeit, wo ich halt hier beschäftigt war, wollte er versuchen, mit seinem General außen rumzulaufen. Es ist ein Schießpulvergeneral mit Pistolen. Ihr Turm gehört euch. Einmal außen rum zu reiten, um halt meine Kanone auszuschalten. Oder die Bogenschützen anzugreifen. Für den Schutz hatte ich jetzt hier erstmal eine schwerträge Einheit rausgeschickt, weil ich jetzt erst auch nicht wusste, dass der hier die Pistolen hatte. Ich hätte die halt direkt hier rüberziehen und die einfach nur wegziehen sollen. Ist auch der zweite Fehler, den ich gemacht habe. Wie gesagt, die hätten viel früher weggemusst. Was ich jetzt auch gerade sehe, dass die Einheit beschossen wurde von dem Turm. Auch nicht sehr gut von mir gemacht. Jedoch, was nicht schlecht war, ich habe meine Kanone immer nur punktuell eingesetzt. Also blind einfach nur draufschießen bringt gar nichts. Was ihr machen könnt, er hat die gut jetzt hier hinten positioniert, wenn Gegner meinen, hier in diesen Bereich seine Leute reinzustellen. Hier hinter, den Tenchu. Weil wenn das Tenchu dann kaputt geht, dann sterben in der Regel viele Männer. Also könnt ihr ruhig dann auch das Tenchu beschießen, aber nur wenn sie hier hinterstehen, sonst bringt das gar nichts. Ich setze jetzt hier auf die Leute hier die Kanone ein, damit sie halt ein bisschen unter Druck gesetzt werden, während meine roten Bären beschossen werden. Jetzt bemerke ich halt, dass er auf meine Kanonen gehen will und versuche schnell noch, ihn abzufangen. Derzeit drücke ich hier langsam vor. Alles halt, wie gesagt, ein bisschen zu langsam, da jetzt nur noch 20 Minuten da sind gegenüber von früher, glaube ich, waren das 30 Minuten. Hab mal alles ein bisschen mehr Zeit. Ich mache das alles ein bisschen zu langsam. Muss demnächst ein bisschen schneller gehen. Da ich jetzt bemerke, dass ich das wahrscheinlich nicht mehr schaffe, versuche ich mit der Kanone auf die Einheit zu schießen. In der Hoffnung, dass die halt entweder zum großen Moraldefizit kriegen oder wie auch immer. Natürlich fange ich jetzt auch an, selber zu schießen.
um halt so viele wie möglich wegzukriegen. Wie ihr seht, ich habe es nicht mehr geschafft. Jetzt ist er drin, jetzt kann man nicht mehr selber schießen. Und jetzt werden sie nämlich wieder gemetzelt. Ich versuche jetzt natürlich den General zu kriegen, das auch durch halt durch die Pferde nicht funktioniert. In der Zeit kann er locker meine Speerträger einfach nur beschießen und weglaufen. Das ist halt ein ganz einfaches Plank and Hit and Run. Jetzt habe ich meine Bogenschützenposition gebracht, um halt seine Bogenschützen auszuschalten. Er zieht es halt gut zurück. Ich hätte eigentlich auf die Sugitai hier schießen sollen, die hier standen. Wäre ein viel größerer Schaden für ihn gewesen, anstatt auf die Bogenschützen. Jedoch, ich habe jetzt zu oft den Button benutzt, nicht frei schießen, also war alles ein bisschen fail. Hier hätte ich früher meinen General wieder gebraucht, um halt seinen General zu verfolgen. Jetzt hole ich ihn auch, weil ich auch einen Schießpulver-General hier dabei hatte, um ihn halt zu beschießen. Oder eventuell meine Kanone zurückholen, was jetzt natürlich nicht mehr funktioniert annähernd mehr. Ich hätte halt zusammen mit dem General, also mit meinen Speerträgern, zusammen einen General dahin reiten sollen. Das ist jetzt auch extrem schlecht getimt. Ich schicke meinen General weg, in der Zeit schicke ich meine Armee hoch. Ich bemerke zwar hier, dass die Sugitai auf die Lunden gehen wollen, versucht die dann noch in Position zu bringen, habe aber die Bogenkatschi noch hier, die ich jetzt auch langsam zurückziehen lasse. Ich versuche jetzt hier in Mehrreich eine Linie zu bilden, um auf die Sugitai zu schießen, was die aber nicht mehr schaffen werden, größtenteils. Ein, zwei Schüsse werden abgesetzt, aber jetzt werden sie niedergemetzelt, weil im Nahkampf sind die roten Bären in Sugitai haushoch unterlegen, was ihr hier schon sehen werdet. Er hat hier so ganz klassische Falle gebaut. Lunden setzt er hier ran. Er hätte eigentlich noch mehr Lunden ranbringen können. Moment, wo sind sie? Oder? Hat er keine mehr? Doch hier. Hätte er ranbringen können, um halt den Schaden zu vergrößern. Wunderbar gemacht. Er metzelt jetzt jeden einer meiner Männer nieder, bevor ich meine Sugitai oben habe. Und halt, er kann weiter schießen auf meine Leute. Ziemlich perfekt. Hier, den Teil habe ich jetzt abgefackelt, um einige Leute schnell zu töten. Mit Brandpfeilen. Man kann die Welle anfackeln, nur damit ihr auch Bescheid wisst. Und was jetzt auch wieder super ist, er setzt sozusagen hier einen kleinen Kessel und ich laufe da rein und meine Leute werden niedergemetzelt wie sonst was. Besonders, da seine Sugitai auf Level 2 sind. Darum setze ich jetzt mal einen Fokus hier auf die, meinte ich, habe einen Fokus hier drauf gesetzt. Hätte ich meine Kanone noch hinten gehabt, hätte ich jetzt zu diesem Zeitpunkt, selbst wenn ich das hier verloren hätte, hier perfekt reinschießen können. Das hätte ihn kaputt gemacht. Das hätte ihn zum Fliegen gebracht. Nicht nur, nicht halt mich so. Also, die Kanone war echt ausschlaggebend, dass ich so verloren habe. Und besonders fail halt hier, dass mein General so weit hinten gelassen habe. Sein General hat seinen Soll erfüllt, das mein General alt abzulenken. Naja. Und jetzt werde ich auch hier wieder von den Kanonen beschossen. Machen zwar nicht viel Schaden, aber ist halt doof. Er hat mich hier zurückgeschlagen. Die Leute, die ich hier hochgeschickt habe, um halt ihm hier in die Seite zu fallen, sind viel zu spät oben. Was es jetzt natürlich gar nicht bringt. Jetzt versuche ich einen letzten Angriff. In der Hoffnung, dass meine Bogenschützen das regeln. Seine Bogenschützen schießen auch und treiben meine in die Flucht. Ich hatte halt gedacht, in dem Sinne, weil ich mehr Bogenschützen habe als er, dass es vielleicht funktionieren könnte. Meine Einheiten fliehen jetzt. Ja, der General wird halt jetzt hier vorne von angegriffen. Die Einheiten fliehen jetzt auch schön. Die werden sich auch nie wieder sammeln, hier vorne. Nur damit ihr auch mal Bescheid wisst. Ihr könnt die Lunden
hier hinten auch so weit positionieren. Hätte ich jetzt hier noch ein zweites Palunken gehabt, wäre das ein bisschen effektiver gewesen. Er kann mit seinen Nutzen-Katjes mich nicht beschießen, ich schon. Weil ich eine höhere Reichweite als er habe. Eigentlich hätte ich diese jetzt wieder runterbringen müssen, diese Lunge. Jedoch wollte ich sie eigentlich hier nachher außen rumführen, um eventuell den Sogitai zu beschießen oder irgendwie sowas. Und um die Linie jetzt hier zu halten. Und jetzt hat er seine Leute rangebracht, jetzt ist es zu spät. Bevor ich jetzt wieder da bin, hätte ich wieder enorm viele Männer verloren. Darum versuche ich die aus der Schussreichweite von denen hier zu bringen. Also sieht eigentlich noch relativ gut aus. Ich glaube auch, wenn das Spiel länger gegangen wäre, dann hätte ich gute Siegchancen gehabt. Also die Zeit ist jetzt schon zu dem Zeitpunkt grauenhaft. Viel zu viel Zeit gelassen mit da vorne. Ich hätte hier viel früher sein müssen. Er bringt halt seinen General jetzt rein. Ich glaube jetzt, wie ihr schon bemerkt habt, wie ich darüber spreche, ich habe diesen Kampf verloren. Ist aber überhaupt nicht schlimm, aus solchen Fehlern kann man lernen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht gespoilert, dass ihr das jetzt wisst. Ihr könnt halt noch einiges gut machen. Ich bringe halt meine Speere nach oben langsam. Oder? Nee, mache ich nicht. Was ich jetzt jeweils hier gerettet habe, sind nochmal die Sogitai. Die kann man, wenn sie noch hier so noch ein bisschen am Blinken sind, zurückziehen, kann man die locker noch wiederholen mit Sammeln. Was noch fast eine ganze Sogitai-Truppe jetzt wieder ausmacht. Jedoch, er hat auch noch ziemlich viele Truppen, um lange durchzuhalten. Die Truppen laufen jetzt außen rum, um diesen, auf die Sogitai zu schießen. Und den Turm einzunehmen. Deshalb zieht er seine Sogitai zurück. Ich versuche jetzt halt nur noch den Turm einzunehmen, weil hier wieder einen Turm zu haben, ist wunderbar. Man kann die Mitte schön beschießen. Und er verliert einige an Truppen. Einiges an Truppen. Die haben halt einen guten Moraldefizit, weil sie schon einiges an Verlusten haben und noch keinen Schaden zugefügt haben. Die Hälfte der Truppe ist ja fast schon down. In dem Zeitpunkt wollte ich, weil die Leute hier hinten beschäftigt sind, meine Leute hochbringen. Ein feindlicher Turm gehört nun euch. Hier, jetzt schieße ich auf die Sogitai, das ist gut. Da die Sogitai sehr bogenanfällig sind, wie ihr seht, die haben ja echt keine Rüstung an. Und das schlägt sich halt auch in den Werten wieder. Meine roten Bären haben ihren Auftrag erfüllt und das hier eingenommen. Ja. Hätte ich meine Sogitai noch gehabt, hätte ich die langsam gleich erstmal hier die Heerbahn-Speerträger hochschicken können und dann hier mit den Sogitai hochgehen. Das heißt, ich hätte hier vielleicht eventuell den Gegner fuchsieren können, bis meine Sogitai oben sind und was weiß ich, was ich noch oben haben will. Um dann vernünftig durchzustoßen, weil im Endeffekt hätte ich gewonnen von den Truppenstärke her. Dann hätte ich meine Ninjas hier hochgebracht und wäre dann hier hochgeklettert, wenn er halt beschäftigt wäre. Wie ihr seht, der General ist langsam oben. Hätte ich meinen General hier, hätte ich warten können, bis er hier hochreitet, weil er hat nur noch 12 Mann, meiner hat noch volle 30 oder 27 oder sowas, und hätte ihn beschießen können. Er hätte viel mehr Schaden erlitten als ich. Und die Hoffnung wäre dann gewesen, dass ich einen General treffe. Wie ihr seht, Zeit ist fast abgelaufen. Ich versuche jetzt einen letzten Ansturm, weil mir jetzt in dem Moment aufgefallen ist, was die Zeit macht. Darum versuche ich gerade die Speerträger so schnell wie möglich auf dem Weg hier hochzuschicken. Der Weg wäre natürlich besser gewesen hier. Speerträgertruppen, so Sogitai-Trupp hier hoch oder beides hier hoch. Und da die andere Seite zu nehmen. Und da eventuell hier die Lunden hochzubringen. Aber ich muss jetzt alles auf eine Karte setzen, weil die Zeit fast abgelaufen ist. Die Bogenschützen hatte ich jetzt, dass sie noch nicht schießen, war ein Fehler. Die hätten viel früher schießen müssen, besonders beim Ansturm, damit der Gegner viele Truppen verliert.
Was natürlich klar ist, die Truppen fangen jetzt an zu fliehen. Ich muss den General hier fixieren, um halt wieder Sammeln zu aktivieren. Ich probiere jetzt auch meine Lunden in den Nahkampf zu bringen. Oder hier aufzustellen eher, um den Gegner zu beschießen. In dem Sinne habe ich dann gleich, setze ich jetzt gleich auch die Ninjas ein, um vorzubrechen. Jetzt wäre schon der richtige Zeitpunkt gewesen, um schnell daran zu kommen. Wie ihr seht, die laufen jetzt los. Ich versuche jetzt hier hochzukommen und dann hier hochzuklettern, weil Ninjas extrem schnell beim Hochklettern sind von Gebäuden und verlieren eigentlich keine Leute dabei. Sehr, sehr selten eigentlich nur. Er setzt das jetzt wunderbar die Lundenkatschis ein. Er schießt zwar seinen Leuten in den Rücken, aber das sind Sugitai. Er macht dadurch viel mehr Schaden bei mir, als ich bei ihm. Hier war es auch ein Fehler, drauf zu schießen eigentlich, weil meine Sugitai verrecken viel schneller als er. Ich hätte halt lieber hier auf die Lundenkatschi schießen sollen. Weil meine Leute würden das viel besser regeln, wie ihr es auch hier seht. Die werden ja niedergemetzelt wie sonst was. Guck, hier einen von mir getroffen. Ich glaube, da noch einer und da noch einer. Darum fliehen jetzt meine Einheiten auch. Hier, die letzten 10 Sekunden. Wie ihr gesehen habt, es hat nicht funktioniert. Ich fand es ein gutes Spiel. Man kann viel daraus lernen, dass man viel schneller agieren sollte, nicht so viel Zeit lassen sollte. Und halt den Bogenfokus ein bisschen zu verbessern. Alles ein kleines bisschen Mikroarbeit. Ich habe hier noch eine Rote-Bär-Einheit wieder gesammelt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiedersehen.